Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder und Jugendlichen, wir feiern heute das zweijährige Jubiläum zur Stelle für Barrierefreiheit in Charlottenburg-Wilmersdorf. Die Feier findet nicht in Präsenz statt, sondern online. Deshalb habe ich meine Arbeit als Leiter zur Barrierefreiheit seit 2 Jahren engagiert. Und das, klar, das war die ehrenamtliche Arbeit, war für mich eine Herausforderung. Und die Herausforderung ist toll, für mich zu engagieren und zu organisieren. Auch in der Corona-Pandemie. Jetzt möchte ich das Programm kurz vorstellen für diese Sendung. Erster ist Evolution der Gebärdensprachvideos und ihre Charaktere. Wie haben sich das Video entwickelt? Zweites, Katja Fischer, wie ist sie? Das wird kurz vorgestellt. Drittens, die barrierefreien Gebärdensprachvideos zum Oliverplatz sind als letzten Teil zum Zeigen zu sehen. Und dann Verabschiedung mit Musik. Das ist das Programm, sehr geehrte Damen und Herren. Das Programm ist wichtig, weil wir Barrierefreiheit seit 2019 weiter fördern wollen. Und deshalb ist für uns wichtig, barrierefrei in Deutsch-Gebärdensprache weiter zu fördern und zu entwickeln, mit Transkript, mit Untertitel, mit tauber GebärdensprachdolmetscherInnen und so weiter. Und das wird mehr gefördert und das hat Zukunft. Jetzt geht es weiter mit der Evolution der Gebärdensprachvideos und hier Charaktere. Schau, viel Spaß beim Zuschauen. Ah, eine habe ich vergessen. Das Video ist auch untertitelt, aber auch später mit Transkript in der Beschreibung zu sehen. Bitte Sie sich einschalten und dann können Sie genießen. Viel Spaß! Ich finde das sehr spannend, wie die Gebärdensprachvideos umgesetzt werden, wie haben sie sich entwickelt. Ich habe für das Kinderparlament gewünscht, dass, besser gesagt, wir haben gemeinsam gewünscht, die Homepage barrierefrei zu orientieren und umsetzen. Und ich erinnere mich, wir haben 2018 beschlossen, für die barrierefreie Homepage des Kinderparlaments Charlottenburg-Wilmersdorf
Und dann habe ich ja Aki Öffentlichkeitsarbeit als Leiter kandidiert und Amt übernommen. Und ich habe die Öffentlichkeitsarbeit mehr teilen, mehr so zeigen und habe gedacht, warum nicht barrierefrei mit Öffentlichkeitsarbeit mit einzubinden und mitzuarbeiten und ich kann mich dann engagieren. Und ich habe für ein Jahr geplant, organisiert und überlegt, wie das Konzept der Gebärdensprachvideos aussehen, was soll ich beginnen, wie soll die Mitarbeit zusammengehen, wie sieht die Finanzierung aus und so weiter. Warum die Gebärdensprachvideos mich beeindruckt haben. Als ich das Kind gewesen war, war ich 9 Jahre alt. Und ich habe Tagesschau geguckt mit Gebärdensprache-Einblendung. Damals war in der Zeit zu klein. Da muss man nach vorne setzen und schauen, was die Gebärdensprachdolmetscher gesagt haben. Und das hat mich zum Denken gebracht. Warum ich eine Barriere habe, warum ist die Einblendung nicht größer geworden? Und so, das hat mich gewundert, ja. Und ab 2014, 2015 so ungefähr circa, ist die Gebärdensprache-Einblendung größer geworden. Und da hat ich mir sogar mehr an dem Mundbild, was die DDS-Vokabel, was alles die deutsche Gebärdensprache ausmacht, definiert. Das war vor 2014, 2013 gar nicht möglich, Mundbild und Mimik zu sehen. Und und deshalb habe ich auch als Denkanstoß gehabt, dass man nicht mit kleiner Einbindung anzufangen, sondern wie man Form der Gebärdensprachdolmetscher steht und dolmetscht und mit dem Hintergrund. Das ist genug. Man muss schon ergänzen und um zu zeigen, dass die Grundlage und der Inhalt wichtig ist, als die kleine Einbindung ist. Und das ist meine Meinung. Und das ist der richtige Weg. Und das ist. Das Kinderparlament habe ich bei einer Kinder- und Jugendjury Antrag gestellt, um die barrierefreien Videos zu stellen. Und da habe ich auch Auftrag an die Schülerfirma Media erteilt. Und da habe ich gemacht. Und ich habe. Und die Schülerfirma Media ist in Ernst-Otto-Eschke-Schule, wo früher ein Schüler dort fleißig war und Abschluss erworben habe. Und das ist 2019 Zusage von der Schülerfirma Media bekommen. Die Schülerfirma Media will, dass die jetzt Video umsetzen. Und ich finde das toll, dass wir ausgetauscht haben. Und natürlich darf man nicht mit dem Staat nicht schief gehen. Und ich habe zwei wichtige Grundlagen gesetzt. Eine Hintergrundfarbe ist blau. Der Darsteller ist soll zu sehen sein. Das ist der Anfang. Und dann hat sich weiterentwickelt. Dass so mit Papier auf dem Hintergrund, wie der Ertragsablauf aussieht. Das heißt, es muss gut Schritt für Schritt gehen. Und das erste Video war klar, hatte keinen Untertitel und es wurde später eingefügt. Und mein Eindruck ist, das ist unglaublich, dass das erste Gebärdensprachvideo besonders ist und schön aussieht. Und plötzlich kam die Corona-Pandemie und die Zusammenarbeit mit der Schülerfirma
kann wegen Corona nicht weitergehen, weil es schwierig ist in der Pandemie. Und deshalb habe ich auch bald die Gebärdensprachfirmen gewechselt, Scabi und Fish Science. Und meine Vision ist, dass die Charaktere auch die Form der Gebärdensprachvideos in der Evolution mit einzuwirken. Wie ist es? Und das ist sehr wichtig, dass man nicht als bestes Gebärdensprachvideo so stehen, sondern dass sie entwickelt und sich verbessert. Und dazu war das Logo zu sehen. Auch die Fotos sind auch eingeblendet als Zoom und das ist sehr spannend. Da hat sich weiterentwickelt, zum Gebärdensprachvideo mit der Firma Fish Science. Und das war KOP-Logo zu sehen. Das hat mich sehr gefreut, dass Logo da ist und der Rest bleibt gleich. Und das Foto wird gezoomt, genau wie das erste. Und Darsteller ist da und so weiter. Der Hintergrund ist blau, es bleibt alles. Ja. Und da hat er mir Bescheid gesagt, dass Zoom viel Arbeit ist. Und habe ich geantwortet, ja, das stimmt, da bin ich ja auch in Maluk. Da müssen wir verbessern, ja. Und das dritte Gebärdensprachvideo ist kein Zoom dabei, sondern ein Bild, das schräg ist, das ist ein saniertes technologisches Bild und das wurde angewendet. Und der Ton wird verbessert und der Rest bleibt gleich. Ja. Und ich finde dann toll, dass die Evolution sich verändert haben. Und das ist, bald kommen die zwei Gebärdensprachvideos von Frau Katja Fischer, die prachtvoll, strahlenswert ist, dass sie schön ist, gute, designiertes Gebärdensprache-Einblendung als Video mit dem Hintergrund und sie hat alles gemacht. Und YouTube war viel besser als Vimeo zum Vergleich, weil die Untertiteltechnologie schon nach vorne geschritten ist. Die Videoqualität ist weiter, ja, und ich bin stolz.